Das Sturmtief Friederike hatte auch Auswirkungen auf den deutschen Galopprennsport. Denn der für Freitag geplante Renntag in Dortmund wurde wegen Schäden auf der Rennbahn, die in der Kürze der Zeit nicht zu beheben waren, abgesagt und auf Dienstag verlegt. Die 8 Rennen wurden übernommen, es gibt im Vergleich zum ursprünglichen Programm aber ein paar Änderungen. Der erste Start in Wambel erfolgt am Dienstag um 16.55 Uhr. Der eigentlich für Dienstag geplante Renntag in Neuss fällt dagegen mangels Startern aus. Ohne Chance auf eine Platzierung war am Donnerstag der von Mirek Rulek trainierte Mata Utu bei seinem ersten Start in Dubai. In Maidan kam der Slippery Zone in einem 600 Meter Handicap auf Gras nur auf den 15. und damit vorletzten Platz. Der Kölner Rennverein richtet in der Saison 2018 einen Renntag mehr als geplant aus. Am 15. Juli wird es eine 6-Rennen-Karte geben, mit der zur Gruppe 3 zählenden Meilentrophy als Höhepunkt. Das letzte Rennen wird, so ist es geplant, um 15.45 Uhr gestartet, pünktlich vor dem Anpfiff des Fußball-WM-Finales in Russland. Die Rennbahn wird dadurch zur größten Public-Viewing-Stätte in Köln,